Die CSU hat, wie Sie wissen, schon 2 Tage Klausurtagung hinter sich. Wir wollen gerne den Schwung der letzten, von gestern und heute natürlich mit hierher nehmen. Es geht für uns hier im Fraktionsvorstand darum, dass wir die kommenden Wochen, dass wir die nächsten Monate auch unsere politische, unsere parlamentarische Arbeit vorbereiten. Die Themen sind angesprochen worden. Beratung des Haushaltes steht in der kommenden Woche an, im ersten Durchgang. Wir werden über das Thema Rente unterhalten. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der jetzt in die parlamentarische Beratung geht. Und unabhängig aber davon, dass wir diesen Gesetzentwurf haben, stellen wir uns natürlich auch langfristig der Frage, was müssen wir tun, damit die Altersvorsorge und die Altersversorgung auch nach 2035, nach 2040 verlässlich bleibt. Deswegen auch auf der Tagesordnung unserer Klausurtagung heute und morgen. Das heißt, es geht nicht nur um das, was wir jetzt kurzfristig zu beschließen haben im Deutschen Bundestag, sondern auch langfristig um die Frage, wie bleibt die Rente sicher. Mit dem zweiten Punkt, nämlich dem Thema künstliche Intelligenz, unterstreichen wir einmal mehr, dass für uns Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik 2 Seiten der gleichen Medaille sind. Es geht natürlich auf der einen Seite um die Frage der sozialen Sicherheit. Es geht aber umgekehrt auch darum, dass wir die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands erhalten wollen. Ohne Zweifel stehen wir heute gut da, aber wir erkennen auch, dass wir den Wettbewerb weltweit haben und dass wir eine ganze Reihe von Herausforderungen zu bewältigen haben, zum Beispiel die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie der Digitalisierung. Wir sind nach meinem Empfinden dort viel besser aufgestellt, als wir vielleicht immer wieder uns auch selber vergegenwärtigen. Und deswegen ist es einmal mehr auch Thema unserer Tagung hier. Also für uns geht es hierbei auch um die Frage, wie können wir den Wirtschaftsstandort, wie können wir den Wissenschaftsstandort Deutschland weiterentwickeln, damit wir auch in Deutschland auch in Zukunft erfolgreich dabei sind, wenn es darum geht, aus guten Ideen, die es bei uns gibt, auch Innovationen, also sprich neue Produkte und neue Dienstleistungen zu machen. Darum wird es heute und morgen hier bei dieser gemeinsamen Fraktionsvorstandsklausur geben. Wir sind als Union nicht nur die stärkste Kraft innerhalb dieser Koalition, wir sind auch Schrittmacher in der Koalition als CDU und CSU. Und dieser Verantwortung werden wir auch heute und morgen hier gerecht werden.